Eng gesteckt war der Terminplan der Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Dr. Tamara Zieschang, am Mittwoch in Weißenfels. Neben einem Besuch im Neustadtbüro Weißenfels und einer Gesprächsrunde mit Sportvereinen war die Ministerin auch Gast bei der Weißenfelser Feuerwehr. Eingeladen in die Saale Stadt hatte sie die Landtagsabgeordnete Elke Simon Kuch. Also ich finde es erstmal wichtig, dass die Minister und Ministerin die Region persönlich kennenlernen und die Menschen hier vor Ort kennenlernen. Deshalb habe ich sie eingeladen. Ich habe mich auch wirklich riesig gefreut, dass sie gekommen ist. Und wir haben es ja jetzt in der Gesprächsrunde gemerkt. Natürlich gibt es an der Stelle immer noch Dinge, die auch eine Herausforderung sind, die verändert werden müssen. Da hat sie jetzt auch gerade drüber gesprochen, welche Ideen und welche Konzepte sie dafür hat. Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, die Kameradinnen und Kameraden haben gemerkt, dass sie auch ernst genommen werden. Und der Bereich, den sie verantwortet, der ist ja sehr groß. Also Feuerwehr, Sport, alles, was eben Inneres betrifft. Und all die Themen sind schon jetzt angesprochen worden. Wir haben heute noch eine große Runde vor uns. Und ich denke, da wird sie auch noch viele Akteure hier vor Ort kennenlernen. Und mir ist es natürlich auch wichtig, dass sie einfach spürt, dass hier in unserer Region die Leute aktiv sind, dass sie sich was einfallen lassen und dass sie auch an der kooperativen Zusammenarbeit sehr interessiert sind. Stadtwehrleiter Frank Berstzug führte die Ministerin zuerst durch die Räume der Weißenfelser Feuerwache. Schon in der Fahrzeughalle ging es im Gespräch mit Wehrleiter und Oberbürgermeister unter anderem um Fahrzeugalter und Neubeschaffung der Einsatzfahrzeuge. Das war dann auch unter anderem Thema beim anschließenden Gespräch mit den Stadt- und Gemeindewehrleitern. Die Kameraden sparten auch nicht mit Kritik gegenüber der Ministerin, so zum Beispiel bei der Ausbildung der Kameraden an der Landesfeuerwehrschule. Die Freiwillige Feuerwehren sind für uns unverzichtbar, weil sie Menschen in Not, gerade bei Bränden, helfen. Und deswegen ist die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren so wichtig. Und deswegen will ich auch den unmittelbaren Austausch mit den Kameradinnen und Kameraden haben. Weil hier oder da gibt es natürlich neue Feuerwehrmittelgerätehäuser, hier und da werden neue Fahrzeuge angeschafft. Aber es gibt trotzdem immer Optimierungs- und Verbesserungsbedarf. Und ich finde gut, dass in solchen Runden schonungslos auch auf den Tisch gelegt wird, wo noch etwas verbessert werden muss. Und das nehme ich auch gerne mit nach Magdeburg, damit wir gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Feuerwehr noch schlagkräftiger wird. Also gehen diese Kritikpunkte durchaus auch in Ihrer Arbeit mit auf? Viele Kritikpunkte sind ja ohnehin bei uns auch bekannt. Wir haben intensiv über die Landesfeuerwehrschule gesprochen. Da wissen wir, dass wir einiges an Arbeit zu leisten haben. Die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, geben ihr Bestes. Aber wir wissen, dass gerade bei der Personal- und Sachausstattung einiges passieren muss, damit die Landesfeuerwehrschule wieder zum Flaggschiff wird. Das ist das, was wir vorhaben. Aber dass dann hier im Augenblick gesagt wird, es ist noch nicht das Flaggschiff, ist das völlig richtig, das haben wir auch erkannt. Aber wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass es das wieder wird. Natürlich kam auch die Nachwuchsgewinnung zur Sprache. Wir haben ja vor wenigen Jahren eine große Imagekampagne für die Freiwilligen Feuerwehren gestartet, gemeinsam auch mit dem Landesfeuerwehrverband. Viele Überlegungen, die wir damals hatten, führen wir fort, wie beispielsweise den gemeinsamen Tag der Feuerwehr. Das ist immer der letzte Samstag im Mai. Das ist Corona-bedingt in den letzten 2 Jahren ausgefallen, aber dieses Mal wollen wir es wieder durchführen, weil es ist eine tolle Möglichkeit, dass sich landesweit die Ortsfeuerwehren beim Tag der offenen Tür oder ähnliches präsentieren und damit auch ihre aktive Kinder- und Jugendfeuerwehr präsentieren, aber damit hoffentlich auch viele neue Kinder und Jugendliche für diese Arbeit gewinnen. Nach knapp 90 Minuten verließ die oberste Dienstherrin die Kameraden wieder. Diese waren dankbar für diesen Besuch und blieben leicht optimistisch zurück. Ja, also die Initiative ging ja von der Frau Simon Kuch aus, unserer Landtagsabgeordneten. Sie hat also vorgeschlagen, dass sie mal hier die Ministerin mitbringt. Das war eine sehr gute Idee. Man konnte also mal wirklich von den Problemen vor Ort berichten. Nicht nur wir hier in Weißenfels, auch die Städte Lützen, und Mülzen waren mit eingeladen. Und so konnte, denke ich, die Ministerin sich ein breites Bild holen, wo so die Probleme in den Kommunen liegen. Jetzt mal ganz konkret gefragt, wo brennt es denn? Ja, es brennt natürlich in der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Jede Kommune hat ihre Probleme, die Feuerwehren aufzustellen, zu unterhalten. Das ist natürlich eine Pflichtaufgabe laut Brandschutzgesetz. Aber auch die Kommune kann das Geld, den Euro, nur einmal ausgeben. Und entsprechend ist eigentlich jede Kommune auf das Land auch angewiesen. Hinsichtlich Fördermitteln als Beispiel oder Unterstützung bei Beschaffung von Fahrzeugen.
Ja, man muss halt sagen, das ist nicht die ordinäre Aufgabe des Landes, sondern eben der Kommune, aber die meisten Kommunen können das halt nicht leisten. So, jetzt ist die Ministerin mit einem relativ kleinen Zettel wieder abgefahren, aber ich glaube, sie hat verstanden, um was es Ihnen geht. Welche Chancen sehen Sie denn jetzt mal ganz persönlich, dass sich vielleicht was tut, dass das Gespräch einen Erfolg hat? Ja, also ich denke, es war sehr konstruktiv. Sie hat ja auch gesagt, das Problem mit der Landesfeuerwehrschule, dem IBK, wurde auch schon erkannt. Und da ist also jetzt ein Fahrplan auf dem Weg. Dazu muss man sagen, die Landesfeuerwehrschule war vor 10 Jahren besser aufgestellt, als sie das heute ist. Das fällt natürlich auf uns zurück. Die Lehrgänge werden immer weniger. Das wird angegangen, laut ihrer Aussage. Das sind wir alle positiv. Und auch die anderen Probleme hat sie mitgenommen. Und ich bin mir sicher, alle Wehrleiter, die heute hier waren, werden auch nochmal bei der Frau Simon Koch, die am Landtag sitzt für uns, dann nochmal nachfragen, in 1-2 Jahren, wie der Stand denn so ist.